Hallo YouTube, heute nehme ich euch mal mit auf einen Flug von London Heathrow nach München. Und zwar habe ich mir gedacht, Aerosoft hatte gerade den Installer für Prepared Version 3 rausgebracht für London Heathrow. Habe den Flughafen installiert, hat gut funktioniert, gute Frame Rates bekommen, wesentlich besser als vorher in Version 2.5. Ja, dann habe ich mir gedacht, dann nutze ich doch einfach die Gelegenheit, wenn ich ihn jetzt schon mal geladen habe, dass ich dann auch gleich einen Flug unternehme. Auf IVAO haben wir sehr gute Coverage heute. Hier in London ist London Control online. Und dann auf dem Weg nach München haben wir Brussels Control. Und dann auch noch Langenrada. In München werden wir da noch den Turm online haben. Leider ist da der Centerlotse vorzeitig offline gegangen, aber das macht überhaupt gar nichts. Ja, und jetzt wünsche ich euch einfach viel Spaß beim Zuschauen. Über Kommentare freue ich mich natürlich immer. Über positive genauso wie über konstruktive Kritik. Natürlich freue ich mich auch über Daumen hoch. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann natürlich auch jederzeit gerne über ein Abo. Ja, und dann wünsche ich euch einfach viel Spaß beim Zuschauen. Unsere Route können wir uns laden. Die haben wir in PFPX schon gespeichert. London nach München. Echo Delta, Delta Mike 01. Na, Quatsch. So. Flugnummer ist Lufthansa. Meiner Papa Hotel. Die Realflugnummer ist übrigens Lufthansa 2481. Also, falls irgendjemand den Flug verfolgen will. Departure and Arrival geht hier, wie gesagt, auf der 27 rechts los. Über die Midhurst 4 Foxtrot Departure Route. Und in München kommen wir an auf 26 rechts. Und da haben wir die Anora 2 Alpha Arrival. Wieso haben wir hier eigentlich zwei? Achso, lesen müsste man können. Und in München kommen wir aus dem Nordwesten. Hier mal schnell gucken, was das für eine Transition ist. Stars North. Anora 2 Alpha, das passt. Da kommen wir an in Rokil. Also sollten wir auch die Rokil 26 Transition nehmen. So, aktivieren unsere Route. Unser Perf Init. Zero Fuel Weight hatten wir ja schon, das können wir uns übernehmen. Reserven nehmen wir heute mit 1,2 Tonnen. Cost Index, wir sparen wieder ein bisschen Sprit, das ist 25. Fliegen heute. Oh, sehr niedrig. Interessant. Wahrscheinlich ist die. Das ist wirklich ein bisschen arg niedrig. Flight Level 230. Frage ich mich natürlich gerade, warum er das so niedrig gemacht hat, aber naja, das war mal auf 380. Also, weil auf so einem niedrigen Flight Level kann man nicht wirklich schnell fliegen. Unser Cruising Level, Wind ist. Es wird jetzt nicht so richtig hinhauen. 306 und 15 Grad, wir geben es trotzdem mal ein. 306 Grad natürlich. Und 15 Knoten. Aber Fluglevel 230, das macht wirklich keinen Sinn. Top of Climb minus 28 Grad, das wird natürlich auch nicht so ganz stimmen. Weil wir natürlich wesentlich höher fliegen. Aber okay. Transition Altitude in London ist 6000 Fuß. Execute. Unsere N1 Limits. Wie voll sind wir denn heute? Mal
Nicht wirklich. Ja, Takeoff 2 und Climb 2 und D-Rate von 35 Grad. Da haben wir 83,9% N1. Das ist okay. Eine ewig lange Runway. Flaps 5, Takeoff. Center of Gravity 23,9. Gleich noch den Trim, bevor wir es vergessen. 5,46. So in etwa. So. Runway Wind. Haben wir. Was ist das denn? Ah. 0,40 mit 7 Knoten. Und dann haben wir unsere V-Speeds. V1, V-Rotate und V2. V2, 126 Knoten. Na. Unser Initial Heading in London ist... sind bestimmt nicht genau 270. Moment. 271. Und der Initial Climb für Midhurst 4 Foxtrot ist 3 Juliet 4 Foxtrot 6000 Fuß. Sollte man sich eigentlich mal langsam merken, aber geht auch so. So. Gleich mal nach unserem QNH gucken. 10,17. War das auch? Data ein, Traffic machen wir an. Das auch noch runterstellen. Na. Und hier machen wir Wetter an auf der Seite. Quatsch, Terrain an auf der Seite. So, Autobrakes RTO. Fuel Flow Reset. Jetzt kümmern wir uns mal um den Rest unseres Overboards. Macht er eigentlich hier unser Alignment? Hoffen es doch, oder? So, Yaw-Damper an. Da haben wir alles soweit. Emergency Lights sind armed. Ein bisschen Licht an. Window Heat, ups. Die Seatbelt Signs kann man anmachen. Fliegen auf 380, ups, oder? Landing Altitude in München 1487 Fuß. Ja, da passt das eigentlich erstmal. Sehr gut. Ja, warte mal, bis alle eingestiegen sind. Also Heathrow ist wirklich ein schöner Flughafen. Mittlerweile ist ja hier auch das Terminal 2 komplett neu gemacht. Nicht nur in der Simulation, sondern auch echt. Das sieht schon wesentlich schöner aus als noch vor ein paar Jahren. Das alte Terminal 2 war wirklich keine Augenweide mehr. Das nächste, was jetzt hier dran ist, denke ich und hoffe ich, ist Terminal 1. Das ist nämlich das hier. Die Überbleibsel. London Control, Lufthansa Niner Papa Hotel.
In Heathrow on stand 217, request IFR clearance to Munich. The matter, Papa, hotel, hello, your wrist is a bit strained, but never mind. Dead link, 2 golf departure, no 27 left, altitude 6000, so we're confirmed. Deadling 2 Golf, departure route out of runway 27 left, and Squawk 1000, Lufthansa Niner Pub, Papa Hotel. Pushback approved and taxi holding point 27 left, Lufthansa Niner Papa Hotel. So. Good evening, sir. This is 2482, final 340, inbound Logan. Is that 2482? 5, left, right, alpha, right, will they send the level 1 pass, sir? Starting Engine Number 2. Aber das ist schön, bei dem vielen ATC brauche ich gar nicht viel zu sagen. Dann habt ihr schon die Unterhaltung nur vom ATC. Good engine start. Starting engine number 1. Good evening, Shamrock 642. This is Moment, flight level 310. Shamrock 336, hello, proceed direct to Lipco. Direct to Lipco, Shamrock. Ich hoffe, wir kriegen nachher nicht irgendwelche exotischen Directs, die wir wieder nicht kennen. Dass wir uns das angesehen haben, weil hier stimmen schon mal die ganzen. Da ist eine Disco drin. Mal schauen, wo wir dann genau hin müssen. Und von da geht's dann nach Dover, nehme ich an. Logan genau. Control, good evening. Nettles Air Force Tower 2 at flight level 200. Nettles Air Force 512, hello, welcome. Proceed at flight level 200. So, wir sind hier auf Kilo und müssen dann hinter zum Holding Point 27 left. Über Alpha. Was der zweite Taxiway ist. Die 27 rechts hatte ich mir übrigens nicht ausgedacht, sondern laut Flight Radar zumindest ist das im Moment die Startbahn. Warum Ivao gerade sagt, das ist die 27 links, weiß ich nicht. Aber es soll mir recht sein.
So. Dann melden wir uns mal. Lufthansa Niner Papa Hotel, holding point runway 27 left, ready for departure. Seven left, cleared for takeoff. Lufthansa Niner Papa Hotel. For takeoff checklist. Flaps. Green. Stabilizer trim. Set. Your microphone is a bit loose, so there is a high risk that someone will speak at the same time as you do. Just to let you know. Proceed direct to the LIPCO. London Control, good evening. This is Evelyn 2-6-5-2-4-0 in our LSO. So, auf geht's. Evelyn 2-6, hello. There was an aircraft on the 27 right as you cleared to land for me. Interesting. Yeah, for the aircraft, you decided to connect on the runway, I'm very sorry. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, es gibt immer wieder... Ja, manchmal können es Neulinge sein, die es nicht wissen, aber es gibt wirklich eine ausführliche Webseite bei Ivaro, wo man sich das alles vorher anlesen kann. Das tut echt nicht Not. So, Autopilot on. So, mal sehen. Climb flight level 180, Lufthansa Niner Papa Hotel.
unseren Arrival schon so langsam. Link 7051, Tower Level 340. 340, thank you, 7051. Is the hotel electric kind of like leaving the CDR to the north, or just to leave your frequency? Oh, jetzt haben wir auch Full Coverage. Also haben wir wirklich ATC von London bis München durch. Nur München ist jetzt offline gegangen. Super. Standing flight level 190, I believe 5952. Upsala. Meine 968 Mike, flight level 140 at 2500 feet per minute, okay. So, jetzt haben wir unseren Descent ein bisschen planen. Good evening, runway level 1046 with you. Anora 250. Also, Anora 250, danke, Heiland, identified, proceed direct. Wir haben heute Anora 2 Alpha Arrival bis nach Rokil. Mike ist eigentlich Quatsch. Hallo. 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 Und das müsste eigentlich passen. Yep. So, 2-6 links. Quatsch. 2-6 rechts. Minima sind 1650 Barrow. Ich liebe ja solche Barrows mit 1600. Liegt eigentlich viel zu langsam für deine Geschwindigkeit. Bekanntes Problem, einfach gucken wir, dass die 3 Grad der Hochschule ist. And Evelyn Trito is over 1, just to confirm level 2-9, so I can I see you at 2-9 or 7, whatever. Confirming 2-9 on 0, Evelyn. So, gleich mal schauen, aber auf 2-6. Rechts landen. Kick to Langen 1. Ja, sollte man nicht so weit ausrollen. Also das muss man alles wieder zurücktaxeln. Das lassen wir lieber sein. 2-6 rechts, dann sollten wir Exit Alpha Niner nehmen. Und dann kommen wir direkt aufs Terminal 2. Langen 1-2-4, das ist ein Niner. Evelyn 1-2-7-1. Tschüss, danke. Arrival 120 is Malay, tschüss. Arrival 120 is Malay, danke, tschüss, Lufthansa 239. Gut Verkehr hier um uns rum. Eine Lufthansa, eine Wheeling oder Wuling? Ist es Wuling oder Wheeling? was ist denn PAA? Oh, Pan American. Pan American? Gibt's ja nicht wirklich. Der fliegt auch komische Schleifen. Interessant.
Ja, willkommen zurück, Leonard. Stand einer auf der Leitung? Lufthansa 950, Lufthansa 9er Papa Hotel. Schade. Naja, vielleicht geht's ja irgendwann wieder. Ja, ich guck mal nach dem Wetter in München. Wind 270, 2 Knoten, also bleibt man auf jeden Fall auf der 26 rechts. Und QNH ist 10,22. Also gut wie überhaupt kein Wind. Für gute Sicht. Und ein paar Wolken bei 1900 Fuß. Damit kann man leben. Dead Yeet. Hey, Surex. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Wir haben ja fast dieselbe Truppe wieder wie beim letzten Mal. Nur, dass Lennarts Internet im Moment irgendwie nicht so der Brüller ist. Ich glaube, bei ihm macht es jetzt weniger Spaß. Ich hoffe, bei dir passt es. Sind übrigens schon im Descent, wie du sehen kannst. Hatten bis jetzt eigentlich ATC-Coverage. Aber irgendwie hat sich jetzt München Center verabschiedet und auch München Approach und der Tower sind offline gegangen. Schade, schade. Oh, München Tower ist zumindest wieder online. Na, wenigstens was. Unsere Passagiere, wir sollten dann langsam mal das Licht ausmachen oder ausmachen lassen. Und wir können mal die Logo-Lights anmachen. Das sieht doch schon besser aus. Ja genau, Singapur, das hatte ich auch schon gelesen.
Das ist ja merkwürdig. Zorix, ist bei dir der Stream okay? Okay. So, gehen wir gleich mal auf 5000 Fuß runter. Da hier sowieso kein Verkehr ist in der Nähe, glaube ich, gerade. Naja gut, kein Verkehr ist untertrieben. Aber nicht viel. Wir haben noch eine Lufthansa vor uns, die Niner Lima Echo. Und noch eine Lufthansa. Und BFP, was ist denn BFP? Balkanfly. Okay, Sachen gibt's. Da wieder die schönen Prepared-Lichter. Ah, das ist schon nice. Fahren da eigentlich auch Autos drauf? Ja, sieht so aus. Ja, es müsste auch eine Autobahn sein da. Die A3, nee, das ist eine Bundesstraße. Ja, das ist die A9. Passt. Das ist ein tolles Wetter hier. So, jetzt haben wir Flight Level Change hier. Versuchen wir heute mal ohne Speed Brakes auszukommen. Das wird mir sowieso nicht gelingen. Zehn Stunden. Ich bin letztens von Dubai nach Seattle geflogen. Das waren 14 Stunden oder knapp 15 Stunden. Und das ist auch ein sehr interessanter Lag, weil es geht letzten Endes über den Nordpol. Also einmal oben rum sozusagen. Naja gut, FSX mit seinen Speicherproblemen, ja, das ist richtig. Also in Prepared. Aber auf Prepared willst du nicht wechseln, oder? Ja, die Grafikkarte, also im FSX hat die Grafikkarte ja nicht so richtig viel zu tun. Das ist dann eher CPU-limitiert. Aber in Prepared sieht es natürlich ganz anders aus. Also da lohnt sich dann auch eine schnelle Grafikkarte.
Währenddessen im FSX habe ich immer den Eindruck gehabt, das verpufft eigentlich alles. So, 7000 Fuß. Sieht das hier aus mit dem Verkehr jetzt? Ich gehe dann schon mal auf die Tower-Frequenz 118,7. Können wir mal über... Obwohl, jetzt brauchen wir eben auch nicht mehr bei Unicom was zu sagen. Delta, okay. So, das sieht doch gut aus. Jetzt reduzieren wir noch den Speed ein bisschen. Dass wir in der Kurve hier nicht übers Ziel hinausschießen. Ja, die kleinen Dörfer hier um München herum, das ist da wirklich ganz gut dargestellt. So sieht es tatsächlich in echt aus, finde ich. Sehr, sehr schön. So, Flaps 1. Taxi 2375 via Bravo 8 and Sierra Papa 5. So, und jetzt einmal rum. Heading 200. Naja, es ist ja eigentlich eine Boeing 737-500, weil die Lufthansa hat nur 500er. Aber dass es die von PMDG nicht gibt, das steht natürlich auf dem anderen Blatt. Flaps 2. Mache ich mal das Seatbelt Science angemacht. Nicht wirklich. Flaps 5. Ja, das Flugzeug ist eine 600er, das ist klar. Ich fände es ja auch besser, wenn PMDG eine 500er bauen würde, aber ist halt nicht. Und das wäre ja auch keine NG, sondern eine Classic. München Tower, Servus, Lufthansa, Niner Papa Hotel, ILS 26 Right. Niner Papa Hotel, München Tower, Servus, 26 Right, Clear to Land. 26 Right, Clear to Land, Lufthansa, Niner Papa Hotel. Gear down. Flaps 10. Oh nein, so ein Mist, Leonard. Na, ich nehm's ja auf.
kannst es dir nachher anschauen. Wenn du wieder Internet hast. So, bis jetzt noch keine Speedbreaks. Mal sehen, ob wir das durchhalten. Aber jetzt sollten eh keine Speedbreaks mehr kommen. Noch 6 Meilen. Laps 15. Und da sehen wir schon eine Landebahn. Speedcheck. Flaps 25. Und Flaps voll. Also Flaps 30. Unser Missed Approach Altitude ist 5000 Fuß. Passt. Speed Brakes armed. Landing Checklist. Engine Start Switches continuous. Speed Brakes armed. Landing Gear down. Flaps. Green Lights. Autopilot off. Auto throttle off. Reverse Thrust. Mal sehen, ob wir Alpha 9er schaffen. Flaps up. Speed Brakes. Manual Brake. Das ist Alpha 9er. Sieht auch gut aus. Meine Puppy Lights, ja, die hat prepared geschluckt. Ich bin froh, dass hier überhaupt Licht ist. Oh,
Oh, ich hasse das, die Lichter auszumachen. Lufthansa Niner Papa Hotel, Runway vacated, via Alpha Niner. Lufthansa Niner Papa Hotel, continue entry November 3 via Alpha Niner. Continue November 3 via Alpha Niner, Lufthansa Niner Papa Hotel. Juhu, sehr gut, das ist die Hauptsache, Lennart. Mini Tower, Servus, Channel 1, 1, Charlie Alpha, ILS 26 left. So, November 3, da kommt uns jetzt gleich was entgegen, ja? Wo ist er? Ah, da. Der wartet brav. Sehr gut. Lufthansa Niner Papa Hotel, Entry November 3. Lufthansa Niner Papa Hotel, continue gate 203 by risk 2. 203 via Whiskey 2, Lufthansa Niner Papa Hotel. Habe ich hier gar nicht. Jedenfalls nicht bei Iblasoft. Ja, wir werden es schon finden. Was sagen unsere Ground Charts? Ja, dritte rechts. Sollte passen. Ja, mal sehen, ob es das Gate gibt. Ja dann, Happy Landing, Zurex. Was bedeutet eigentlich Zurex? Hat das irgendwas mit Zurich zu tun? So, jetzt brauchen wir erstmal GSX. Ups, das war zweit. 203 gibt es nicht bei GSX. Immer dasselbe. Ach, Menno. Dann stellen wir uns einfach auf 204, oder? Ist da jemand? Nö. Lufthansa Niner Papa Hotel, request 204, because GSX is not working on 203, if possible. Niner Papa 204 approved. Danke, Lufthansa Niner Papa Hotel. So, Licht aus. Ich sehe hier nie die... Das verschmutzte Meer von Shanghai. Es ist sogar im Simulator verschmutzt. Irgendwie habe ich ein Licht noch an. Kann das sein? München Tower, schönen guten Abend. Der Berlin Niner 79 ILS 26 Left. Berlin Niner 79, München Tower, guten Abend. So, versuch mal, die mal nicht mit dem Wetterradar zu verstrahlen. 26 Left, Ron Arrival Head. So. Das ging noch einigermaßen.
kann man die Passagiere erstmal befreien. Wir machen uns mal ein bisschen Licht. Ups, falsche Richtung. So, deboarding is requested. Machen wir die Türen auf. Ja. Deswegen sind die. Ich treffe nie diesen Bar hier. Naja. Ground Connections anmachen. So, und dann haben wir es doch. Irgendwas vergessen? So. Fuel pumps are off. Pro Pete's off. Hydraulic panel is set. Flaps are up. Parking brake is set. Engine starting is cut off. And weather radar is off. Lufthansa Niner Papa Hotel und Blocks. Danke für den guten Service und dir noch einen schönen Abend. Tschüss. Niner Papa Hotel, Rolls and Meeting approved. Ja, vielen Dank. Tschüss. So. Sehr gut, da sind wir ja fast wieder parallel gelandet. Und war es eine geglückte Landung? Meine war irgendwie, naja. Ja, eigentlich war sie gar nicht so schlecht. Ich weiß auch nicht, was ihr sagt. Lennart, du hast sie ja wenigstens gesehen. Was sagst du? Sehr weich, ja, das stimmt. Ich hatte fast Angst, dass ich nicht runterkomme, aber es war okay, glaube ich. So, dann sage ich mal wieder danke fürs Zugucken. Ich mache den Stream jetzt hier aus. Jetzt geht der Stream. Du machst Scherze, oder? Ah. Du dachtest schon, dass es wieder nicht funktioniert, oder? Danke. Ja, das dachte ich auch, dass die gar nicht so schlecht war, die Landung. So, nochmal ein Blick über München. Also der Flughafen ist ja wirklich nicht der neueste. Also ich meine jetzt von Aerosoft. Aber der sieht eigentlich immer noch ganz nice aus. Und ich finde eh, dass München so mit einer der besten Flughäfen ist. Da hinten landet gerade noch einer. Ja, und mit dem Blick sage ich erstmal Tschüss für heute Abend. Aber ich bleibe noch ein bisschen im Chat. Also danke erstmal und bis bald. Tschüss.